Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir bauen zusammen ein Haus gemeinsam. Ich hoffe, ihr habt darauf Bock, weil ich habe nämlich insgesamt 8 Freebooters Häuser bekommen und habe jetzt mir gedacht, wir bauen doch mal zusammen so ein Haus zusammen. Nicht nur eins, sondern insgesamt 2, aber in diesem Video werden wir uns einem dieser Gebäude widmen und ich freue mich auch total drauf, weil diese Häuser richtig cool sind. Also ich, natürlich habe ich jetzt alle 8 schon fertig und wir basteln hier schon die erste Treppe. Ob ihr das machen müsst, ist mal eine andere Sache. Das Video ist eigentlich auch nur dafür da, dass wir uns hier zusammensetzen, dass ich euch zeige, was für ein großes Projekt wir am Start gerade haben. Und ihr wisst ja, mein Kanal ist eigentlich für alles Mögliche da, was zum Hobby gehört. Also ob wir nun puzzeln oder nicht, das hier ist wie puzzeln. Und es macht auch unglaublich viel Spaß. Also ich habe mir auch schon überlegt, ich werde mir 1 oder 2 Gebäude mal kaufen. Und wenn ich mal Lust habe und einfach was anderes mal machen möchte als ein Video aufnehmen oder spielen, dann würde ich gerne puzzeln. Aber das hier macht mir mehr Spaß als ein normales Puzzle. Und dementsprechend zeige ich euch das. Denn diese 8 Häuser, die wir jetzt zusammen hier bauen, oder beziehungsweise wir werden jetzt 2 Häuser bauen, in diesem Video 1, im nächsten Video das 2. Ist es einfach so, dass wir halt eine Freebooters Fate Platte bauen. Und die ist auch größtenteils schon fertig. Das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Denn in den nächsten Videos werdet ihr nämlich wirklich sehen, wie wir aus Styrodur was dazu bauen. Aber bei den Häusern habe ich mir gedacht, ey, ich habe keine Lust, 8 Häuser jetzt alleine zu bauen nochmal. Auch wenn ich eine Woche Urlaub habe, dann selbst dann ist es mir vielleicht doch etwas zu viel. Ja, aber nichtsdestotrotz gucken wir uns das im Grunde an, wie man halt aus diesem MDF-Holz, was hier gelaser-cuttet ist und in ja fertig, fast schon fertig daherkommt, wie wir das halt machen und wo vor allem, wo die kleinen Schnitzer sind, die man beachten muss. Wenn wir schon uns das hier jetzt angucken, dann seht ihr, die Türen sind mittendrin. Sie sind nicht extra gemacht, sondern die muss man wirklich aus dem Gebäudeset rausknipsen. Und das Rausknipsen, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die wichtig ist, denn wenn ihr die so rausdrückt mit dem Finger, dann müsst ihr halt natürlich vorsichtig sein, weil es ist Holz. Und dieses Holz hat irgendwo Verbindungen. Und wenn ihr diese Verbindung natürlich irgendwie, weil sie dünn ist, durchdrückt, dann könnt ihr sie kaputt machen. Das muss man ganz einfach mal sagen. Deswegen mache ich auch das Video, weil ihr jetzt natürlich meine Fehler seht oder ich euch auch sagen kann, worauf müsst ihr achten. Diese ganz kleinen Fitzelchen sind diese Verbindungsstücke zu den Türen und die kann man abmachen und dann da reindrücken. Dann kann man die Tür im Grunde in die einzelnen Verbindungen reinschieben. Die halten nicht unglaublich lange, das muss man auch dazu sagen. Aber wenn ihr mal eine Tür bei einem Spiel aufmachen wollt oder die vielleicht auch offen einkleben wollt, dann sind diese Verbindungsteile einfach richtig cool. Ansonsten könnt ihr wirklich die abmachen und woanders hinstellen, damit ihr eine offene Tür habt oder wenn ihr schließen wollt. Das finde ich halt ganz cool. Bei den Teilen ist es halt wirklich so, ihr könnt die mit dem Finger rausdrücken, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr den Gegendruck auf der anderen Seite haltet. Das bedeutet nicht einfach nur durchdrücken wie beim Ausplöppeln von einem Brettspiel. Da habt ihr manchmal auch das Problem, dass dann halt diese Sachen reißen. Und das ist hier auch so. Hier habe ich gerade gezeigt, dass man darauf zu achten hat, dass die Maserung innen ist. Das ist wichtig, ja. Also die Steine, die da offen sind, die werden nach innen gerichtet und nicht nach außen. Das muss man erstmal wissen, weil es kommt nochmal eine Verbindung oder nochmal ein Holzstück auf die gegenüberliegende Seite. Und wenn die angeklebt wird, dann hat man auch eine Maserung außen. Das finde ich mega gelungen bei dem Set oder bei jedem Set von Freebooters Fate beziehungsweise von Micro Art Studios, die sich hier hingesetzt haben und extra eigentlich so für Freebooters Fate das fertig gemacht haben, um eine Stadt herzustellen, die in Longfall sein könnte. Ja, und deswegen finde ich das Set auch wirklich schon mal richtig gut, obwohl das mein Fazit jetzt schon ist, aber damit wir zwischendurch auch ein paar Sachen haben, wir haben hier wirklich ein richtig tolles Holzstück, weil, jetzt seht ihr das auch schon, die Innen- oder die inneren Sachen, also der Fußboden, der ist schon strukturiert. Das bedeutet, wenn wir es nachher anmalen, dann seht ihr die Struktur schon drin.
seht ihr auch schon da außen, Steine sind drauf gemacht, es ist alles gelasercuttet. Ihr könnt es natürlich noch mehr hervorholen, aber ich finde das schon mega gelungen. Wir bauen hier eine Ruine zusammen und beim nächsten Video bauen wir ein komplettes fertiges Haus. Aber nur diese Ruine fand ich schon mal so unglaublich cool und auch relativ schnell zum Zusammenbauen. Ich kann euch verraten, ungefähr eine Stunde habe ich gebraucht für den Zusammenbau von der Ruine. Und die hat auch mega Spaß gemacht. Und das kann man halt in einem Zug auch machen. Ne? Ist auch nicht so teuer. Ihr müsst jetzt lügen, aber ich glaube, das waren so um die 16 bis 18 Euro war eine Ruine. Und für jeden, der jetzt auch sagt, oh, ich bräuchte sowieso mal so eine Ruine für irgendein Spiel, für ein Brettspiel, was ich irgendwo da zum Beispiel als Kartenhalter haben möchte, bietet sich sowas natürlich an. Aber natürlich auch, wenn ihr jetzt gerade Tabletop am Start seid und sagt, oh, ich würde auch gerne Freebooters Feldplatte bauen für meine Goblins, die ich habe, oder für meine Imperiale Armada, dann kann ich euch die Häuser wirklich wärmsten empfehlen. Natürlich kann man Häuser selber bauen mit extra Struktur. Ich habe auch schon Videos gesehen, wo jemand wirklich eine Struktur passte, raufgezogen hat auf diese Häuser. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde darauf wahnsinnig glücklicherweise verzichten, denn das wäre mir zu viel Arbeit. Jetzt zum Kleber. Der Uhu-Kraftkleber ist natürlich pure Werbung hier, aber nur deswegen, weil ich nicht von Uhu gesponsert werde, sondern einfach, weil ich einen Uhu-Kleber habe. Der ist mit Lösungsmitteln. Ich will den verbrauchen, weil ich den jetzt nicht so besonders lecker finde und der riecht auch wirklich streng. Also man muss dann auch ab und zu mal lüften oder am besten gleich gelüftet haben oder wenn es draußen geht, dann draußen kleben. Aber was ich an dem Uhu-Kraftkleber ganz cool finde, ist, dass man wirklich, dass man das rankleben kann und immer noch schieben kann. Das ist kein Sekundenkleber. Ihr könnt es auch mit Bastelleim oder mit Holzleim machen. Das wäre total auch möglich, weil es dauert dann einfach ein bisschen länger, bis es trocknet ist. Aber das macht ja keinen Unterschied. Das ist völlig egal, weil ihr werdet den nicht gleich, wenn ihr fertig seid, das anmalen. Ja, ihr seht, hier gibt es eine Außenstruktur. Wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, habe aber jetzt währenddessen ein bisschen viel gequatscht. Das bedeutet, ihr könnt halt wirklich außen nochmal eine Struktur raufbauen. Und ich meine ganz ehrlich, warum soll ich da nochmal eine Struktur raufknallen? Kann man machen natürlich, aber hier finde ich es richtig cool, dass ihr halt Innenwände habt und dann nochmal eine dünne Außenwand raufgeklebt wird. Ich kenne das nicht von lasergecutteten Gebäuden. Ich kenne meistens, dass es eine grobe Struktur ist und dann einfach rauf und dann war es, wenn da überhaupt Struktur ist, wenn es nicht glatte Flächen sind. Das sind die günstigen Sachen, die wir auch haben. Aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so echt schwer begeistert. Sie haben an alles gedacht. Wir können hier kleine Holzstücken rausnehmen, damit wir unsere Leiter da rein basteln können. Diese Leiter wird dann an der Seite angeklebt. Manchmal ist es schon so, dass ich mir denke, ja, aber das ist so ein Fenster. Egal, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus und realistisch. Wir werden im Laufe der Zeit, während wir jetzt die Videos hier machen und für euch dann online stellen, damit ihr seht, wie so eine Platte entsteht und worauf man zu achten hat, da werde ich auch nochmal drauf eingehen, dass natürlich die Gebäude, die wir da haben, dass das natürlich schon sinnig ist, noch ein paar extra Sachen damit einzubauen. Aber nichtsdestotrotz finde ich das schon richtig cool. Das werdet ihr auch im nächsten Video oder im übernächsten Video dann mal sehen, wie ich sozusagen so Häuser pimpe. Gerade dieses Haus habe ich auch aufgenommen. Dann werdet ihr gucken oder werdet ihr nochmal sehen, wie ich halt dieses Haus nochmal ein bisschen, ja, Struktur, bisschen coolere, kleinere Gadgets da reinbaue, damit dieses Haus wirklich ein verlassenes Haus wird. Ja, mehr muss man eigentlich dazu gar nicht sagen. Ihr seht, es geht relativ fix. Es wird von Etage zu Etage gebaut. Und ich mag das wirklich sehr. Diese ganze Struktur ist auch so, wenn ihr diese Häuser euch kaufen solltet oder baut oder wie auch immer, weil ihr sowieso schon die Häuser habt, dann könnt ihr die Oberteile sogar fast mit allen Sachen kombinieren. Es steht sogar auf dieser Beschreibung drauf, welche Gebäude mit welchen kombiniert werden können oder ausgetauscht werden können, was mir beim Spiel natürlich echt Freude macht, weil wir werden die Häuser schon so drapieren, dass die fertig sind, aber die Obergeschosse kann man dann miteinander austauschen und das ist doch mega gelungen, weil dann hat man nämlich jedes Mal ein anderes Spielbrett.
Wenn man jetzt hier die Außenseiten klebt, da muss man darauf achten, oder so mache ich das, ich bastel mir das als erstes zusammen, dann lege ich mir das außen hin, dass ich weiß, wo ich die klebe, und dann mache ich das erst fertig. Das werdet ihr im nächsten Video auch sehen, weil dann wird es ganz, ganz klar, wie man am besten baut. Weil ganz häufig, ich habe ja jetzt 8 Gebäude fertig, ist es so, dass ich vielleicht irgendwas vergesse oder das falsch rum ranmache. Und dann ärgere ich mich natürlich, weil ich habe das schon angeklebt und muss den Kleber wieder runter machen, der bei diesem UU-Kraftkleber total gut funktioniert. Ja? Wenn es, gerade wenn es trocken ist, dann kann man das abreiben und dann kriegt man das auch ohne, ja, ohne Reste wieder hin. Ihr könnt natürlich aber, wie gesagt, auch anderen Kleber nutzen, der vielleicht ein bisschen ja freundlicher zu eurer Nase ist. Wie gesagt, ich will den verbrauchen, freue mich auch darauf, dass der dann endlich alle ist. Hier hat man auch wieder die Seitenteile, da muss man halt wirklich gucken, dass die auch genau passend sind und welche Ecken und so weiter zusammenpassen. Deswegen am besten alle 3 Teile nehmen, mal ranpacken und dann weiß man, wo eine Seite steht, nämlich über, damit die anderen Seiten rangepackt werden. Und das finde ich echt eine mega coole Lösung. Und ihr seht, wir sind schon beim 2. Obergeschoss. Na klar, ich habe jetzt hier ein bisschen Zeitraffer genommen, aber die Zeitraffer sagt eigentlich auch nur, dass ich das hier euch nicht eine Stunde um die Ohren hauen will, sondern in 20 Minuten abgegessen. Das bedeutet Drittel der Zeit. Dann können wir ein bisschen quatschen. Ihr habt was zu sehen und müsst euch jetzt nicht dann eine Stunde mein Geseiere anhören, sondern könnt was nebenbei euch angucken. Oh, also das hier angucken und nebenbei was hören. Oder nee, nebenbei was machen. Ja, vielleicht wollt ihr den Geschirrspüler ausräumen, während ihr dann hier mal durchguckt, wie man so ein Gebäude baut. Das 2. Gebäude wird auf jeden Fall größer und ein bisschen extremer, aber dann habt ihr einen Vergleich zu einem günstigen Haus, sage ich mal, und ein kleines und ein wirklich ziemlich teures Haus, was dann aber auch ganz viel zusätzliche Sachen bringt. Ja, hier wird das Dach gemacht und das finde ich halt auch ziemlich gelungen, weil dieses Dach, das sieht am Anfang halt überhaupt gar nicht so aus, als wäre das ein Dach. Sondern es sieht wirklich aus wie ein bisschen Holz, was zusammengepappt wurde. Aber die Jungs haben hier wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Und jetzt habe ich euch schon gezeigt, ich habe das einmal zusammengepackt, weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich so passt. Und ja, es passt. Es ist wirklich richtig cool, macht richtig Spaß. Und freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Videos mit euch, weil dann werdet ihr echt staunen, glaube ich, was wir aus Styrodur auch gemacht haben, wie eine Brücke gebastelt, die halt auch wirklich mega gut dazu passt zu dem ganzen Setting. Das muss man ja auch immer drauf achten, dass es auch alles passt. Und wir sind mit dem Haus auch schon fast fertig. Und wenn ich mich hier umblicke, sehe ich ja meine Platte und ich freue mich tierisch darauf, mit euch zusammen diese komplette Platte immer wieder im Video zu sehen. Das bedeutet aber, wir werden uns nicht eins zu eins hier jedes Stückchen Mauer, was wir basteln oder so angucken. Nein, das werden wir nicht tun, sondern wir werden zusammen Ausschnitte uns anschauen, wie man was macht, weil das reicht eigentlich auch, denke ich. Man muss jetzt nicht komplett ein Video sehen, wie man hier eine komplette Platte bastelt. Ich weiß, machen ja viele, aber das Endresultat sehen wir ja dann. Und wenn ihr einmal wisst, wie man es macht, dann braucht man, glaube ich, auch nicht jede Mauer sich anschauen, die man bastelt, sondern man weiß, ah, so baut man eine Mauer und so passt es direkt hier ins Setting. Ja, dann werde ich jetzt mal meine Backen halten, wir werden ein bisschen Musik lauschen und dann werde ich mich gleich wieder melden, wenn wir mit dem Dach fertig sind.
So, ja, ihr seht, die kleinen Teile entgrate ich auch. Das ist mega wichtig. Also, wenn ihr das rausstanzt und dann wirklich mit dem Cuttermesser die Verbindungsstücke sozusagen abschneidet, dann tut ihr dem Haus wirklich was Gutes. Hier seht ihr, dass die Fenster nochmal, da bekommen die nochmal was extra, und zwar nochmal Holz, was in dem Gussrahmen drin ist, in dem Holzrahmen. Und das finde ich halt auch so mega gelungen, weil ihr wirklich dort ein Fensterbrett reinklebt, ihr habt so oben so eine Art Stuck noch draußen, das, und sowas sieht richtig cool aus. Das haben sie nicht an allen Stücken gemacht, aber auch hier wieder habt ihr eine abgebrochene Fensterbank und dieses Stuckding auch noch abgebrochen. Also besser, finde ich, kann es doch gar nicht gemacht werden. Super coole Struktur, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Denn ihr habt hier manchmal auch was übrig. Das finde ich auch super. Dann könnt ihr das mal für was anderes benutzen. Hier kommt auch schon die zweite Etage oder die erste Etage oben rauf. Und das Dach ist ja im Grunde auch schon fertig. Jetzt habt ihr aber gesehen, ich habe da was eingeklebt. Das war echt winzig. Und das sind die Verbindungslinien zu diesem Extra-Dach. Also, was heißt Extra-Dach? Sondern auf dem Dach wurden nochmal extra Schindeln gemacht. Und in den Schindeln habe ich bei der Ruine noch ein bisschen was so eingeschnitten, dass ein paar Schindeln kaputt sind. Weil das haben sie nicht gemacht. Also es sind halt hier alle Schindeln ganz. Wollte ich aber nicht. Dementsprechend habe ich da nochmal reingeschnitzt. Und das ist halt echt cool gemacht. Auch wenn es ganz schön fisselig ist. Das bedeutet wirklich, ihr habt da echt ein Problem manchmal mit den Fingern, dass das wirklich passt. Aber seht euch das an. Ich finde das mega cool. Ich drehe das extra nochmal für euch, dass ihr das auch sehen könnt. Ganz ehrlich, cool. Warum höre ich jetzt nicht auf? Ganz einfach, weil in dem Set der Ruinen von Cabana Caduco, wie sich das Ganze schimpft, da gibt es noch ein zusätzliches Haus. Das bedeutet, so eine Art Scheune, Toilette, wie auch immer man das nennen möchte, ist auf jeden Fall da dran. Das bedeutet, wir bauen jetzt noch ein kleines Gebäude dazu, was natürlich einfach für eine Platte richtig cool ist, weil ihr habt dann immer Möglichkeiten, euch zu verstecken hinter so einem Gebäude. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das jetzt modular lasst und nicht festklebt, dann könnt ihr es immer auf die eine Seite bauen oder auf die andere. Und es gibt natürlich dadurch viel mehr Möglichkeiten, sich irgendwo dahinter zu verstecken und von da aus jemanden anzuschießen oder anzugreifen, wie auch immer. Und das finde ich richtig gelungen an so einem Set, dass da halt noch so Kleinigkeiten auch noch dabei sind, ja. Also wirklich City of Longfall von Freebooters Fate, beziehungsweise von Micro Art Studios, macht hier in meinen Augen alles richtig, weil wirklich das gesamte Set ist einfach genial erdacht. Und das sieht man auch. Und man fühlt es, wenn man es hier wirklich sich anschaut und auch aufgebaut hat, dass es einfach eine runde Sache ist. Also von meiner Seite aus gibt es hier wirklich beide Daumen hoch. Ich habe da wirklich viel Spaß gehabt. Ich musste auch jetzt nichts nachgucken an dem Set, sondern es war eigentlich eindeutig, wie was gebaut wird. Es ging auch richtig fix. Da seht ihr, wie ich die Schindeln noch kaputt mache von der Toilette ein bisschen. Und ich freue mich einfach, mit euch die zusammen anzumalen, beziehungsweise erstmal aufzustellen für die Platte, damit wir sehen können, wie das Ganze funzt. So, das war's im Grunde. Wir sind fast durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, einen Daumen hoch. Ein Abo wäre cool. Schreibt was in die Kommentare, ob ihr noch was sehen wollt. Ihr werdet auf jeden Fall noch eine ganze Menge Videos hier sehen, weil die wollen wir auf jeden Fall euch nicht vorenthalten. Und dann sehen wir uns die Tage. Habt einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf. Und wir sehen und hören uns mit Sicherheit in der nächsten Woche hoffentlich mehr als ein Video. Bis dahin, macht's gut. Euer Tigurion.